Gegen 23:45 ist heute zwischen Wiestedt und Dehre ein LKW im Straßengraben gelandet. Der Brummi mit Bochumer Kennzeichen fuhr in Richtung Diesdorf. An der langgezogenen Linkskurve an der Erdgassonde verlor der Mann Kontrolle über das Fahrzeug. Der Fahrer verletzte sich bei dem Unfall leicht. Der LKW musste mit einem Kran geborgen werden.